Ganz spät in den Rhein da noch. Ey, er hat abgekürzt. So ein Schlawiner. Er hat einfach komplett die Kurve abgekürzt. Das ist Model Gaming. Einfach abonnieren und ihr habt sehr viel Spaß. Salut zu dem Mond. Und willkommen zurück zu unserer F1 23 My Team Karriere. Wir sind heute beim Grand Prix von Monaco. Und wir starten auch schon direkt rein. So, da sitzen wir auch schon in unserem Auto und gehen direkt zur Strecke. Bei KI-Stufe 70 erwarte ich jetzt schon, dass es nicht wieder der letzte Platz wird. Wenn man allerdings zu viel Risiko auf dieser Strecke geht, dann landet man sofort in der Wand. Hamilton ist das direkt vor uns, alles klar. So viel zum Thema in der Wand landen. Kleiner Rutscher da. Auto ist nicht ganz leicht zu fahren. Solange das dann halbwegs schnell ist, nehme ich das in Kauf. Wir sind letzter. Jetzt, wo ich das erste Mal nach Kurve 1 wieder drauf gucken kann auf die Positionsanzeige. Gut, hier durchfahren. Und immer noch letzter. Uiuiui. Boah, verbremst. Nochmal in diese vorletzte Kurve hier. Ah, die letzte auch nicht perfekt genommen. Ja. Letzter Platz. Jetzt bin ich mal auf den Rückstand gespannt. Weil wenn der jetzt riesig ist, dann müssen wir für das Rennen das etwas anders machen. Also, Lando Norris holt sich die Pole Position ganz, ganz knapp vor Lewis Hamilton. Die beiden waren, konnte man eigentlich sagen, in einer eigenen Liga, weil zwei Zehntel dahinter erst Charles Leclerc im Ferrari kommt auf Platz 3. Unser Teamkollege wird Elfter. Ist ganz gut. Wir werden Letzter mit einer halben Sekunde Rückstand in etwa. Das muss auf jeden Fall die KI runtergestellt werden. Wie viel muss ich improvisieren? So, auf welcher Einstellung stellen wir denn die KI? Auf 60. Ja. So, das Ziel von diesem letzten Startplatz aus können jetzt, glaube ich, nicht die Punkte sein, obwohl wir das viertbeste Auto im Feld haben. Ich sag mal, im Punkt die Nähe wäre schon gut. Wir sind ja in Monaco, da wird es auch nicht ganz so einfach werden. Ja, auf ein cleanes Rennen. Unter 5 Wandkontakten, ja, wäre ich schon zufrieden. Die Ampel ist an. Aus und los. Start war ganz in Ordnung. Ich würde sagen, wir bremsen hier schon mal, um uns dann richtig hier innen reinrollen zu lassen. Genauso hat ganz hervorragend nach Plan funktioniert. Jetzt hier vielleicht noch gegen Joe. Nee, das reicht an der Stelle da noch nicht. Und jetzt vorsichtig. Wir kriegen unsere Chance noch. Oh. Jetzt zum Beispiel hier. Gegen Tsunoda nicht innen rein. Dafür aber jetzt. Gegen Massa nicht. Bottas kommt auch erstmal noch vorbei. Jetzt haben wir aber die Chance gegen Bottas. Nicht zu nah auffahren hier im Tunnel. Ganz fast da die Wand berührt. Ganz spät innen rein da noch. Ey, er hat abgekürzt. So ein Schlawiner. Er hat einfach komplett die Kurve abgekürzt. Das gibt den ersten Strich. Ist er mir hinten drauf gefahren jetzt oder was? Was ist das denn jetzt? Junge, er hat einfach komplett die Kurve abgekürzt, Bottas. Da kenne ich jetzt aber gar nichts mehr. Jetzt aber. Bottas, jetzt bist du fällig. Knapp an der Wand wieder vorbei. Ah, reicht wieder nicht gegen ihn. Oh, kurz die Wand geküsst, nochmal kurz die Wand geküsst. Aber da wollte unser Funkflügel auf jeden Fall mal nicht Tschüss sagen. Das war echt nett von ihm. Oh, schon wieder. Was macht denn die KI in der Kurve? Fährt die mir da hinten drauf oder was ist da los? Oh, Monaco mit Controller ist das Allerschlimmste, was es gibt. Oh, kleiner Aufwärmfall mit Bottas. Jetzt kommt er hier in der Kurve aber wieder ein bisschen entscheidend weg. Ah, oh, wenn ich mich dann auch noch verbremse, dann wird es gar nichts. Jetzt hier, volle Kanne ERS-Push. Ihn will ich mindestens noch haben, weil er hat uns die Position unfair geklaut. So, jetzt, wir haben DRS das erste Mal in diesem Rennen. Und wir haben auch nur noch 17% ERS. Ah, hier reicht es noch nicht. Aber vielleicht in der nächsten Kurve dann. Da kenne ich jetzt gar nichts. In rein da. Platz lassen hier. Sehr stark. Vorbei an Bottas. Da kannte ich jetzt gar nichts. Weil ich meine, wer abkürzt und dadurch halt dann die Position kriegt, das geht ja gar nicht. Also
Ich verstehe es ja. Oh, das war jetzt abgekürzt von mir. Ja, liebe Hater, da könnt ihr euch wieder freuen. Ja, warum man da abkürzen muss und die Position sich holen muss, weiß ich nicht. Wenn man wenigstens noch darum, wenn man es nur macht, um wenigstens die Chance zu haben, zu fighten, dann finde ich es okay, weil dann der andere ja eben auch noch die Chance hat zu fighten und sich die Position zurückzuholen. Genau das war das, was ich in Miami gemacht habe. Aber so habe ich das, glaube ich, noch nie gemacht. So, wir sind in der letzten Runde jetzt. Jetzt kann ich gar nichts mehr. Jetzt wird hier einfach eine Mauer aufgebaut. Noch auch, glaube ich, kein Frontflügelschaden, wenn ich das richtig... wenn ich jetzt nichts übersehen habe. Genau so ist es. Da kann man doch stolz auf sich sein. So, ein letztes Mal hier durch noch. Und 60er KI war jetzt fast am Ende des Tages sogar noch ein bisschen zu, weil ich war volle Kanne am Pushen, um im halbwegs in Schlagdistanz mit Bottas zu sein. Ein letztes Mal durch die letzte Kurve. Nein, nicht den Frontflügel kaputt machen. Nicht den Frontflügel kaputt machen. Das wäre jetzt echt fatal. Woo! Let's go! Ah, du Schlawiner, wirklich. Geht gar nicht. Ah. Und Lando Norris gewinnt schon wieder. McLaren scheint echt stark zu sein. Also, Lando Norris gewinnt vor Lewis Hamilton. Der hat die schnellste Runde inne. Und Charles Leclerc. Unser Teamkollege wird 12. verliert eine Position gegen Alexander Albon. Ja, kann passieren in Monaco. Wir werden 13. sehr, sehr stark. Und Logan Sargeant wird letzter. In der Rangliste führt Lewis Hamilton das Ganze weiterhin an. Allerdings ist jetzt, glaube ich, durch seinen Sieg Lando Norris auf Platz 2 vorgekommen. Unser Teamkollege ist 12. Wir sind 14. Und letzter ist Nyck de Vries. In der Konstrukteure-Rangliste sind wir weiterhin 7. Also er hatte ja mehr als genug Platz, da die Kurve zu bekommen. Guckt euch das an. Seine Perspektive. Oh ja, ich fahre erstmal über die Kurve drüber. Erstmal hier nochmal, mitten in der Kurve nochmal nach da lenken. Genau. Ich finde nicht, dass ich da so nicht viel falsch gemacht habe. Guck mal, wo er lang fährt einfach. Komplett über die Kurve drüber. Vielleicht gibt die Perspektive hier ein bisschen Aufschluss. Ah, ich habe da innen die Wand berührt, ja. Das ist trotzdem kein Grund, da außen drüber zu fahren. Also, ich meine, in dem Moment entscheidet er sich ja schon, nach außen zu fahren. Genau. Das war's dann auch schon wieder von mir für heute. Lasst gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder beim Grand Prix von Österreich. Aber jetzt erstmal... Au revoir!